Letzte Folge haben unsere Runner sehr heroisch gerade die Autos überfallen, in denen eine ausländische Atombombe, und ja, es gibt in- und ausländische Atombomben, sich befand, haben diese entschärft, während sie einer Frau unter der Geburt unter die Arme und auch woanders hingriffen, ein wirklich bezauberndes Kind zur Welt brachten, was direkt sprechen konnte, weil es selbstverständlich psionischer Natur war. Diese Folge wird es noch abstruser, denn es... Nee. War irgendwie anders, ist aber auch nicht so schlimm. Wird diese Folge trotzdem... So. Also, nein, es geht weiterhin ums Asset. Und Jojo ist, denke ich, keine Überraschung, setzt erneut ihren Dickkopf durch und wird diese Sache angehen mit den Leitungen und den Gesundheitsvorschriften. Ich denke, der Titel weist darauf hin, wir haben mehr Pipi-Kacker-Witze als Mario Barth und andere. Also, wenn ihr in den Kindergarten gehen würdet, gerade in dieser Analphase, würdet ihr trotzdem, nein, selbst wenn da ein Kind sitzt, auf dem Topf, das bereits diese gesamte breiige Masse, um das mal ein bisschen visuell auch darzustellen, diese breiige Masse schön erst weich geknetet hat und dann ins Gesicht und an die Wände. Selbst dann kann es sein, dass du weniger an Kot denkst als beim Hören dieser Folge. Insofern viel Spaß und bleibt geil. Moment. Ja. Nee, ist trotzdem okay. Also Natursekt und Kaviar und so kann man ja alles machen. Wollen wir auch überhaupt nicht werten. Es steht uns auch gerade gar nicht zu. Bei dem, was bei uns so alles passiert. Also Spielrunde, also, ne? Weiß schon. So, das wollte ich nur nochmal anmerken. Ist okay. Bleibt trotzdem geil, auch wenn es um Pipi-Kaka geht. Na dann, wo waren wir? Naja, wir mussten ja ein bisschen warten. Nachdem wir da die Autos überfallen haben, quasi. Ja, genau. Richtig. Und, irgendwann können wir uns halt wieder treffen. Mhm. Man hört dich voll essen. Mhm. Ja, ich habe den Button nicht ausgeschaltet, scheiße. Mhm. Ja, du schlürfst die ganze Zeit Nudeln. Ja, Entschuldigung. Das finde ich schlimm. Das ist witzig. Na gut, dann lassen wir das drin. Los, saug. Ja, saugen. Müsste ich ja auch mal wieder. Oh, Scheiß. Ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns in einer Bar. Wir können uns auch bei irgendwem zu Hause treffen. Ja, aber in Bars. Wir können uns bei dir zu Hause treffen. Du kochst. Ja. Okay, ich koche. Das ist ein guter Plan. Siehst du? Ja, ich habe bestimmt auch was da. Bestimmt. Du hast immer was da. Du musst ja irgendwas essen. Du isst ja den ganzen anderen Kram nicht. Eben. Weil du ein Snob bist. Wer kann, der soll, würde ich sagen. Naja. So, irgendwann halt klopft es an deiner Tür. Oder nein, es klingelt an deiner Tür. Ja, du wirst quasi... die Tür summt und du wirst reingelassen. Er steht zwar nicht hinter der Tür, aber du hörst ihn quasi aus der Küche quasi... oder mich. Was ist denn das für ein Empfangskomitee? Warte doch, du bist doch 5 Minuten zu früh. Ich bin nie zu früh. Bist du ein Zauberer oder was? Nein. Ein chronischer Zu-Spät-Kommer. Das ist falsch. Ja, aber die Verspätung habe ich schon eingerechnet. Und du bist diesmal nur 25 Minuten anstatt 30 Minuten zu spät. Also eigentlich, wenn es drauf ankommt, bin ich pünktlich. Ja, das kann man nicht drauf an. So, das ist richtig. Ja, ich bin auch gleich bei dir. Ich wollte schon sagen, du hast mir Essen versprochen, meine Frau. Riechst du das denn nicht? Das heißt auf die Gefahr hin, dass ich quasi pünktlich komme, dann hätte ich eine halbe Stunde mit dem Essen warten müssen. Siehst du dich noch? Mhm. Jetzt isst er mir auch noch was vor, die dumme Sau. Ja, schmeckt gut. Ich hab das nur irgendwas einmal getestet. Ja. Das klebt dir noch an den Hauern. Entschuldigung? Mir klebte wirklich was an den Lippen. Mann! Ja. Wo hast du die Kamera? Der Apparativ ist ja schon fertig. Ist es nur kaltgestellt? Apparativ? Heißt das nicht Aperitiv? Dingsbums halt. Verbessert mich doch nicht. Das hätte keiner gemerkt. Du schmeißt mir dafür keine Bierdose an den Kopf, deswegen ist das okay. Kann man ändern. Kann ich das mal, wag es nicht. Er kommt auf jeden Fall mit einem kleinen Tablett mit zwei kleinen Schalen quasi an. Und da ist halt so, ja, eine Art Kürbissuppe quasi ist da drin. Kaban. Mhm. Pass auf. Ich weiß, dass du kochen kannst. So. Mhm. Und dass du backen kannst. Mhm. Ich weiß auch, dass du irgendwie der Meinung bist, dass du hauptsächlich echtes Essen essen musst. Aber bitte, bitte, mach nicht diese Mini-Portion, die man in den Mund nimmt und danach nur noch mehr Hunger hat, als man vorher hatte. Und das ist ein Apparativ, das ist der erste Gang. Das ist kein Apparativ. Imperativ, so. Das ist ein Imperativ, genau. Das gefällt mir besser. Es ist gleich in mir, also ein... Es ist eine gottverdammte Vorspeise, ess sie jetzt. Imperativ, nein. War Jojo überhaupt lang genug in der Schule, um sowas zu wissen? Was das ein Aperitif ist? Nee, was ein Imperativ ist. Ein Imperativ, doch, das hat man bis zur 7. Klasse auf jeden Fall. Na jutti. Ich hatte auch 7. Klasse und ich weiß es heute noch nicht. Ja, wie sage ich das denn jetzt? Muss man ja auch nicht. Gut. Na? Was ein Imperativ ist. Das reicht ja, wenn du verstehst, wenn ich sage, halt die Fresse. Da musst du nicht sagen, den Imperativ, ich verstund ihn wohl, sondern du kannst sagen, okay. Eben. Ich muss den Scheiß nicht benennen, ich hau die einfach aufs Maul und sag dir einfach... Jojo hat die Kürbissuppe schon weggeschlürft. Ja, sie kriegt eine zweite Schale. Diesmal ist sie größer. Sehr gut, du lernst dazu. Naja, das ist quasi die Nachfüll. Also die Schale, wo es fertig drin gemacht wurde. Du kannst sie da nachfüllen. Ach so, ich dachte, ich darf auf... Ach so, ich dachte, das ist die Essensschale. Wenn du das alles aufpasst, bist du nachher ja schon satt. Ja, wenn du fertig bist quasi, er hat nebenbei auch gegessen quasi, verschwindet er noch kurz in der Küche, du haust wahrscheinlich noch einen Nachschlag rein, ist klar. Natürlich, du hast dir die ganze Schüssel gegeben. Ja. Du weißt nicht, wie viel Kalorien so Magie verbrennt, das ist unglaublich. Anscheinend einiges. Dann kommt er auf jeden Fall mit ein paar Platten zurück. It's magic! Ja, mit einigen Platten. Unter anderem Rehrücken, Kartoffeln und anderer Beilage quasi. Ein Suppenkelch, also hier so ein Soßenkelch quasi. Kein Suppenkelch. Heißt das Saucière? Saucière, genau. Ja. Ich habe überhaupt keinen Sound. Ich habe jetzt extra nachgeguckt, der diese romantische Stimmung irgendwie unterstreichen würde. Ja, mit dem Saucière ankommt. Es sind keine Kerzen. Das heißt wirklich so, ne? Ja, es heißt so. Keine Kerzen, das ist gut. Naja, aber stimmungsvolles, flackerndes Neonlicht von draußen. Steht drauf XXX, oder was? Girls all night, dudes also. Ja, da ist Essen. Du erwartest nicht, dass sie jetzt redet. Ne? Bedien dich quasi. Das tut sie. Ja, sehr gut. Ja, dabei gibt's natürlich einfach mal ganz stumpf Bier, weil Wein. Wer weiß, was ich gehört. Mhm. Ja, Wein hätte ich auch noch parat geschehen gehabt, aber ich denke nicht, dass du Wein trinkst, also von daher. Ich trinke alles, aber bevorzugt Bier. Gut. Der Wein war gar nicht im Tetrapack, wie soll ich denn das trinken? Ist klar. Ja, und dann gibt's halt noch eine vernünftige Nachspeise. Mir fällt nur gerade keiner ein. Mascarpone. Mascarpone ist doch einfach nur eine Creme. Stimmt, hast recht. Moment. Tiramisu. Tiramisu, so heißt es. Oder wie heißt denn dieses komische Ding aus dieser komischen Sorbet? Nee, warte mal. Tartufo. Ach, das ist hier quasi Creme gekocht. Das ist gekochte... Oh, Creme Brûlée ist auch sehr lecker. Gekochte Sahne mit Gelatine und Shit und so. Vanille. Sau lecker. Wovon sprichst du gerade? Na, von gekochter Sahne und Gelatine und Shit und so. Hast du nicht zugehört? Zucker. Und Vanille. Und Vanille. Ja. Und Zucker. Aber echte Vanille ist zu teuer, also von daher ist es nur chemischer Scheiß. Ja. Macht Sinn. Irgendwo hab auch ich meine Grenzen. Danach macht sie sich auf deinem Sofa bequem. In der Zeit konntest du 3 Serien gucken, weil sie ist zwar viel, aber in einer Geschwindigkeit. Das stimmt, sie ist langsam. Aber du bist informiert, also... Ne? ist ja kein Problem. Das Essen kommt immer rechtzeitig auf den Tisch, wenn die erste Vorschau, also wenn das erste Teil weg ist, quasi. So ein Gentleman, der will wirklich drauf auf dich. Nö. Ich kann nur vernünftig kochen und kann das vernünftig zubereiten und timen und so. Du hast nur die Etikette her, um das so zu servieren. Nee, die Etikette, das ist einfach nur scheiße angerichtet. Aber, und ich komme immer von der falschen Seite, wenn ich den Teller nehme und so weiter. Aber das ist egal, das weiß ich nicht. Aber es ist richtig getimed. Ja, das ist eine Fotounterlage. Ja, so ungefähr. Außerdem, der Junge hat Gebräuche 3, ja? Der weiß, was sich hier hört. Und so weiter und so fort. Er hat das genauso hoch wie ich. Was? Ich sagte, er hat das genauso hoch wie ich. War ich ja richtig ein Charakterblatt? Ich weiß es nicht. Ja, ich müsste selber gucken. Gebräuche sind halt wichtig. Mhm. Außerdem hatte ich eine liebe und fürsorgliche Mutter, die mir das alles beigebracht hat, wie man sich verhält. Wenn du die Muschis knacken willst, mein Junge, dann musst du das von der rechten Seite heben. Immer von der rechten Seite. Und Jojo hat halt so viel vergessen über die Zeit. Also, du hast eine Serie geguckt und sie ist irgendwann tatsächlich fertig. Hallo? Da wird keine Serien geguckt, da wird sich quasi adäquat bei unterhalten. Mann. Ach so. Aber das heißt, sie ist nicht beim Sprechen. Moment, ja doch, so was richtig. Doch, macht sie. Ach so. Ja, das doch, hat sie sich mittlerweile angewöhnt. Spuckt dir immer schön ins Gesicht. Das ist Problem, falsch. Ich bin das gewohnt. So, wie machen wir denn jetzt weiter hier? Also, Meister, wie kam denn unsere Aktion an? Also ja, seid ihr schon gesprungen oder so, oder? Ja, so ein bisschen schon, ja. Wir wollten uns ein bisschen planen und so weiter und wir haben Billy angerufen, aber die ist nicht ans Comlink gegangen, habe ich jetzt mal beschlossen. Seid ihr gesprungen und dann war da. Die ist busy mit irgendwas. Mhm. Also, ihr habt die Wagen erstmal in Ruhe gelassen, aber es gab 1-2 Gruppen von Leuten, die sich gedacht haben, boah, das ist voll die geile Aktion, die machen wir auch mal, das ist easy money, dude. Wenn das bei denen klappt, können wir das auch. Allerdings Leute, die denken, das rechnet sich, wenn man so ein Ding anhält und dann die Comlinks und ein bisschen Konto rausholt da, ne? Das sind ja nicht die oberbesten Typen der Welt und die haben halt einfach dann zum Beispiel sowas gemacht wie Straße blockiert und dann da hat irgendwie versucht, das hinten aufzubrechen. Die einen haben es sogar geschafft und wurden dann trotzdem geschnappt. Allerdings hat das genug Aufmerksamkeit auf die ganze Sache geworfen, sodass der Fahrservice vom Asset erstmal bis auf Weiteres ausgesetzt wird. Das ist schon mal richtig. Yay. Und wenn ihr so guckt, ne, die Mitarbeiterin, die haben eine andere Mitarbeiterin statt der einen da, ne? Dinge passieren. Sie. So, dann müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir weitermachen. Wenn der Fahrservice erstmal ausgeschaltet ist, dann ist das ja schon mal ein Weg in die richtige Richtung. Ja, auf der Matrix-Präsenz steht jetzt sowas wie halt die 5 Seiten eines sicheren Konsums, aber leider sind es halt nur noch 4, weil das sichere nach Hause kommen ist halt schon weg. Das sieht schon ziemlich dämlich aus. Und nein, das war nicht der Hinweis, dass ihr 5 Sachen machen müsst. Das war nur, weil ich dachte, 5 Sachen sind gut. Was sind denn die anderen 4 Sachen? Qualität. Hygiene. Nee, das zählt unter Qualität. Dann halt sichere Umgebung, professionelle Dings hier, ne? Leute. Rechtliche Absicherung. Und das andere. Es waren also die 4 Sachen und da stehen nur noch 3 dran. Habt ihr das endlich begriffen? Warum hört ihr mir nicht zu? Hab ich doch ganz weit gewusst. Weil du immer so in deinen Bart nuschelst. Sie. Das ist ein Argument. Okay, dann müssen wir uns überlegen, was wir als nächstes machen. Als nächstes. Die Hygiene angreifen? Mein Plan, die Trinkwasserversorgung mit dem Abwasser zu kontaminieren, ist immer noch da. Ich hab's nur noch nicht durchgesetzt. Gut, was braucht mir, um das zu tun? Daher, hier, Etikette 3, fick dich. Geröbst. Das Werkzeug habe ich größtenteils da. Ich müsste mir überlegen, wie ich den ganzen Kram verbinde, denn die eine Leitung steht unter Druck, aber das geht auch noch. Muss ja auch nicht viel rein, immer nur ein kleines bisschen. Das reicht ja. Wir müssten, glaube ich, primär die scheiß Leitungen finden. Ich glaube, das ist das größte Problem. Ja, und wie wäre es dann? Also ich weiß nicht, die werden doch ja bestimmt überwacht, oder? Die Leitung? Na, in dem Schuppen selber schon, aber wenn wir das machen, das passiert ja in der Kanalisation, also da wollte ich das zumindest machen. Ah, okay. Schon bevor es in den Laden reinkommt, damit die auch ihre Eiswürfel mit verseuchtem Wasser machen und so, du weißt schon. Ja, coole Sache. Ja, in den meisten Leitungen wird schon irgendeine Art Smart-Material sein, das merkt, wenn da irgendwie ein Leck ist, ne? Damit sie so Brüche schon erkennen. Ah, stimmt, und die scheiß Sensorik muss ich noch umdingsen. Okay, kriegst du es einfach so hin, oder müssen wir da auf Billy warten? Na, ich denke... Ich glaube, das zu hacken ist sogar echt schwer, weil es wird schon irgendwie auch zu hacken gehen, aber du kriegst es hin, es wird aber, also da will ich Erfolge sehen. Also ich sag mal, es umzuverdrahten ist, glaube ich, sogar einfacher, als es zu hacken, aber... Ja, also wenn du es hacken, musst du halt irgendwo bei Rabutnik, Straßenverkehrskontrollamt, Dings da hier, ne, musst du da irgendwas hacken und wenn das umverdraht ist, geht das auch, aber es ist halt nicht ganz einfach. Da kannst du nicht einfach erwarten, dass ich die MacGyver-Musik einspiele und dann hat sich das. Da will ich was sehen. Und Deli, du musst noch mal kurz deine Alt-Taste deaktivieren. Entschuldigung. Es macht solchen Spaß. Das ist sau nervig mit so einer scheiß Bildschirmtastatur. Dafür kann ich nichts. Ich hab dir was gesagt über den Spritzschutz. Wobei, jetzt musst du doch deine richtige Tastatur gehen, oder? Du musst doch nicht tippen. Nein, aber die Alt-Taste fabriziert ja auch Müll. Ach so. Die fabrizieren ja alle Tasten Müll. Ach so. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, hast du sonst noch eine Idee? Tastatur austauschen. Ah! Ja, also ich glaube, das Einfache ist wirklich die Hygiene. Aber wenn wir die Sicherheit da angreifen, weil ich weiß nicht, dann müssen wir halt irgendwie als Personal da auftauchen oder so. Ich sollte besser nicht in den Laden rein. Ich möchte da auch eigentlich im Moment nicht mehr rein. Ja, eben. Es ist, umso weniger wir da in dem Laden rumfummeln, umso weniger kann man uns damit in Verbindung setzen. Das ist richtig. Find also ich. Wir müssen... Auf jeden Fall die richtigen Leitungen finden und wir müssen die Sensoren umdingsen. Ich müsste mal einfach versuchen, in Erfahrung zu bringen, was das für Sensoren sind. Und vielleicht kann ich ja vorher schon mal gucken, wie ich da was machen kann. Du weißt ungefähr, wie das funktioniert. Das ist deswegen trotzdem nicht einfach. Das ist ja gut, aber sie kann sich doch wenigstens vorbereiten. Naja, aber du musst dich nicht informieren, was es ist, das ist dir eigentlich klar. Da gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten, die da verwandt werden und mit Rabutnik kennst du dich ja aus. Das ist richtig. Okay, dann müssen wir nur noch die richtigen Leitungen finden, denn erfahrungsgemäß ist das ein ziemliches Kuddelmuddel. Okay, und da brauchen wir wahrscheinlich Leitungspläne, gehe ich mal von aus, richtig? Um die Leitungen zu finden? Na, entweder das oder wir versuchen es mit einem kleinen Sender, den wir da einfach durch die Leitungen durchjagen. Also zumindest durch die Abwasserleitungen und die Trinkwasserleitungen, die liegen hoffentlich direkt daneben. Ich glaube schon, eigentlich liegen die immer nebeneinander, wenn die dann später hochgehen. Zumindest müssten die irgendwie gekennzeichnet sein mit irgendeinem Tag oder irgendwas anderes. Und wenn wir einmal rausfinden, welches Tag das hat, damit die Drohnen die richtigen Leitungen warten können. Und wenn wir einmal rausgekriegt haben, welches Tag das ist oder welche Nummer oder was auch immer das ist, dann finden wir auch auf jeden Fall die Trinkwasserversorgung, denn die werden dasselbe haben, weil die zum selben Laden gehen. Ist ein guter Plan. Dann kann man einfach, dann werde ich da wohl reingehen müssen, denke ich. Und einfach mal was runterspülen. Ja. Ich meine, ich habe ja auch einen dicken Schiss und dann geht das. Ja, so ungefähr. Ich glaube, das geht ganz gut. Gut, was für eine Art Sender brauchen wir dann? Also einen wasserdichten auf jeden Fall? Aber... Ja, aber den kann man wasserdicht machen, den musst du einfach nur wasserdicht verpacken. Das muss jetzt auch nichts Großartiges und nichts Teures sein. Also da geht vermutlich ein einfacher kleiner Chip oder sowas. Ja, wir müssen ja auch durch die Übermantelung durch. Mit das kommen die meisten. Das sind Plastikrohre. Okay, na gut. Naja, ganz früher gab es mal die Bleirohre, aber das macht doch keiner mehr. Das Blei ist schon längst abgebaut und verkauft, anderweitig verwandt. Haben wir unsere Eltern schon in die Gesichter geschossen, oder was? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Das haben wir schon irgendwelchen Leuten in die Glieder gejagt. Schöne Sache. Da gehört Blei auch hin. In die Glieder anderer Menschen. Sehr schön. Schade, dass ich das jetzt nicht aufgenommen habe. Ich könnte es immer wieder abspielen. Jedes Mal, wenn du mich rügst für irgendwas, könnte ich es einfach wieder abspielen. Und sagen, aber Kaban, du hast das doch gesagt. Damals erinnerst du dich nicht. Und du wirst sagen, nein, ich erinnere mich nicht. Und ich werde sagen, dann hör es dir an. Schön. Hin und wieder darf ich auch mal einen Witz reißen, oder? Also manche Leute haben das verdient. Nicht jeder, aber nicht in die Luft fertig macht. Darfst du hin und wieder einen Witz reißen, aber du darfst doch nicht erwarten, dass ich diesen Witz nicht trotzdem nutzen werde und ihn dir zu gegebener Zeit um die Ohren knalle. Wenn es mir dann noch einfällt, was selten genug vorkommt. Gut. Du darfst mich ich erlaube es dir, diesen Spruch mir irgendwann um die Ohren zu knallen. Nein, habe ich ihn vermutlich wieder vergessen. Darauf hoffe ich. Ich nicht. Ich merke mir den blödesten Scheiß, aber sowas, wenn es wirklich wichtig wird, dann merke ich mir es natürlich nicht. Ich werde dich bei Zeiten daran erinnern, dass du mir noch einen Spruch drücken darfst. Das ist nett. Erinnerst du mich auch dran, welchen? Nein. Das ist arschig. Ja, aber dann habe ich auch viel mehr Spaß daran. Das ist richtig, aber dann werde ich um dich herumspringen und sagen, sag es mir, sag es mir, sag es mir, sag es mir. Und ich werde dich so lange nerven, bis du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist oder vorne und hinten. Das ist nicht so das Problem, du kommst ja sowieso nicht so hoch. Ich werde immer noch weiter gehen können. Das ist richtig, aber... Ein selektiver Geräuschfilter und dann ist gut. Dann piekst ich dich immer in die Seite. Oder in den Bauch oder, keine Ahnung, in den Hintern oder wie auch immer. Du willst mich also den ganzen Tag befummeln? Ja, ich habe keine Berührungsängste. Na gut, viel Spaß. Danke. So, guter Plan. Dann müssen wir uns, glaube ich, die Kanalisation da mal angucken. Glücklicherweise ist das da weniger beschissen als beim letzten Mal, als wir in der Kanalisation unterwegs waren. Okay. Ihr seid da öfter unterwegs, oder? Und die Pläne? Von der Kanalisation oder nur von bestimmten Teilbereichen? Nee, ach, von da gar nicht. Aber das letzte Mal, als wir in der Kanalisation unterwegs waren, war es irgendwie... anstrengender, da überhaupt reinzukommen, weil alle Leute immer genervt haben. Oh Gott, wo wollt ihr denn da rein? Nee, aber weil man da nicht rumdingsen durfte und ich glaube, da wo das Asset ist, da ist es leichter. Da kümmert es niemanden. Okay. Das ist ein gutes C-Gebiet, weißt du, ne? Also A, es ist ein gutes C-Gebiet und ich weiß, dass immer alle Shadowrunner aus irgendeinem Grund in die Kanalisation rennen, warum auch immer. Ich sehe zum Beispiel... Außer bei uns. Ich sehe zum Beispiel im Privatleben relativ selten Leute, die einfach mal in die Kanalisation können. Und ich sehe auch wenig Leute, also A, die das wollen, ist ja schon mal das eine. Und B, die das auch wirklich einfach können. Das ist, also ich meine, das auch, du hast ja Industriemechanik, du weißt das ja, das ist ja auch gefährlich. Ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ich weiß auch, dass es niemanden interessieren würde, wenn ich mir einen orangenen Anzug, den man überall bekommt, anziehen würde und dann anfangen würde, da runter zu klettern. Na, brauchst du erstmal das Werkzeug, um das Ding loszuschrauben. Hast du das? Ja. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Nee, ich meine nicht Jojo, ich meine dich. Ach so, ja, ich will ja nicht in die Kanalisation. Also in die deutsche Kanalisation heutzutage zu kommen, ist unwahrscheinlich einfach. Ja. Aber gefährlich. Ja, allerdings super einfach. Ich würde sagen, Tischrunde, dann werden wir das mal sehen. Zeig mich das mal, du darfst danach vielleicht in die Wanne. Das wäre dann sehr nett, wenn ich danach duschen dürfte. Für vielleicht uns alle, glaube ich. Du dürfte auch halt einfach draußen spielen und wir spielen drin. Ich kann laut schreien, glaub mir. Das denkt man, aber ich kann das wirklich gut. Also. Durchs Fenster. Sie. Tilly, mach jetzt mal Intuition und verkleiden, Junge. Was, Trolli? Intuition und verkleiden. Sehr nett, ja. Also das kriegen wir schon hin. Also Kanalisationen sind super. Die riechen immer ein bisschen, aber das ist okay. Dann kann man leben. Ja. Ich denke auch, also ich glaube nicht, dass es irgendwen interessieren wird, was wir da machen. Wir müssen halt nur zwei Dinge bedenken. Zum einen, wir dürfen uns nicht verlaufen, das ist das eine, aber dafür gibt es dann auch entsprechenden Draht, den du irgendwo festmachst und dann Mitte wieder zurückfindest. Der muss nur lang genug sein. Aber auch das ist kein Problem. Und das zweite... Fluorus, hier Dingsbumsfarbe, die leuchtet. Kann man auch nehmen. Im UV-Licht und so. Ja, trotzdem. Also kann man zusätzlich mitnehmen. Es ist nie gut, nie schlecht, ein Backup zu haben. Und das Zweite ist, dass wir mit den Gasen aufpassen müssen. Aber ansonsten, dafür gibt's dann auch Atemmasken und so ein Shit. Ja, eine Stunde Sauerstoff sollte ja reichen, oder? Darum geht's nicht. Normalerweise ist da unten Sauerstoff. Aber es kann halt auch mal sein, dass da zu wenig ist. Dann brauchen wir also Sensoren, die uns warnen für den Fall, dass das so ist. Und wir brauchen... Atemmasken mit einer Stunde Sauerstoff. Nein, wir brauchen keinen Sauerstoff. Jetzt reicht ja, wenn wir dann rechtzeitig abzischen. Hat Kaba nicht sogar... Hat er nicht? Oh. Nee, hat er nicht. Gerade. Verrückt. Verrückt, ja. Ich dachte, wir hatten darüber sogar noch gesprochen. Ja, hatten wir. Gut, hast du nicht. Aber ihr habt doch Also Jojo geht's auch um so irgendwie Methan, nehme ich an, und sowas? Ja, genau, so Faulgase halt. Ja, aber da hast du doch, ihr habt doch beide so einen Smogfilter, das dürfte schon reichen eigentlich. Ja, wenn du sagst, das reicht, dann reicht das. Ich wollte es nur bedenken, nicht, dass es heißt... Ach, Jojo pimmt das Ding auf und dann ist das eine halbe Gasmaske und mit Smiley drauf und dann passt das schon. Ich habe auch eine richtige Gasmaske. Ach so. Nicht so cool. Deswegen ja. Okay. Ich habe sogar noch die alte Uniform. Ich habe mir damals eine Uniform genäht. Ah, sehr cool. Ja, als Stadtarbeiter. Okay. Für mich hast du wahrscheinlich keine. Nee, die kannte ich da noch nicht. Das ist richtig. Aber könnte ich dir noch eine machen? Meinst du, kriegst du das hin? Das... Ja. So, cool. Dann hätte ich gern eine. Gibt's die auch mit Panzerung? Nee. Kostet extra. Also ohne Panzerung. Das war nicht teuer, das war ein bisschen Stoff. Waren das ja 250 oder sowas in der Richtung? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. 200 für... Du bist ein Ork. 280. Oh mein Gott. Fuck, und mit Panzerung? Yeah. Mit Panzerung, müsste ich mal ganz kurz gucken, wie so eine Panzerung sonst kostet. 701.000. Nein, warte. Wie viel willst du denn circa? Ja, nur eine leichte Panzerung, dass ich mich nicht überall aufschlitze quasi. Ach so, na, also so eine, für den... Die für den Hausgebrauch. Sind schon so für die Arbeit ausgelegt. Die schützen jetzt nicht vor ballistischem Schaden, aber dafür, dass du dort mal, ne, dafür ist es gemacht. Das halten die auf jeden Fall ja, aus. Ich dachte so auch vielleicht, dass so ein oder zwei Teufelsratten mehr rumrennen könnten, dass die halt auch nicht durchbeißen können und so weiter und so fort. Also, naja, ich sag mal so, eine Teufelsratte kann durch dich sowieso nicht durchbeißen. Ja, durch mit mich. Panzerung für Teufelskleidung, so Lederjackenmäßig meinst du? Sowas in der Art, genau. Da kostet das so, sagen wir mal, 800. Das ist das so, würde ich sagen. 800 kann man ja auch rausgeben. So eine Panzerung kann man ja immer mal wieder gebrauchen. Ja. Musst du nur aufschreiben, dass das die Rabutnik-Kanalarbeiter-Uniform mit Panzerung 4 ist. Das schreibe ich mir doch glatt direkt auf. Meine hat keine Dings, aber ich werde mal was drunter ziehen. Juti! Dann, ja, toll, das, weißt du, wie schwierig das ist, das jetzt zusammenzuklicken? Zusammenzuklicken? Ich habe doch keine Tastatur, Mann. Ich kann dir das einfach schreiben und dann kannst du es rauskopieren. Das ist ein Traum. So eine Tastatur ist echt doch wohl hilfreich zwischendurch. Du hättest es dir auch einfach ganz altmodisch auf einen Zettel schreiben können. Siehst du dich noch? Was ist los mit dir? Den nie wieder. Dann später nachtragen. Ja, aber dann muss er es ja später zusammenklicken. Nee, nicht, wenn er sich am nächsten Tag eine Tastatur... Bis dahin ist er schon verloren. Bis dahin ist dieser Zettel nicht mehr existent. Was? Natürlich. Du lügst doch. Gut. Damit bin ich ein bisschen beschäftigt. Sehr gut. Nee. Dann... Ja doch, dann bist du schon mal ein bisschen beschäftigt. Und ich... was mache ich denn währenddessen? Naja, wenn du möchtest, dann mache ich den Sender fertig und du kannst da reingehen. Und Spielleiter geht das? Wenn man den jetzt quasi runterspült, dass man dann irgendwie mitschneidet, welches Rohr das ist, dann müssen wir dafür runtergehen in die Kanalisation, um das dann mitzukriegen. Also, jetzt kommt der Trick bei der Sache. Punkt 1, ich muss schon mal festlegen, dass GPS-Sender in Shadowrun viel genauer sind als die heutigen 2 Meter, so auf 10 Zentimeter mindestens genau, weil sonst die ganze AR meiner Ansicht nach nicht funktionieren kann. So, das ist das eine. Aber so ein kleiner, schnuckliger Sender, der hat ja eine gewisse Sendeleistung. Und weißt du, was die Sendeleistung von jedem Gerät richtig hart verkackt? Plastik? Wasser. Deswegen hast du im Wald kein Handyempfang. Oder unter Wasser. Oder auch zum Beispiel unter Wasser, wie zum Beispiel in einem Klo. Und da das Ding ja klein und schnieke ist und in so einem Klo meistens eine anspruchsvolle Menge Wasser, vor allem wenn Kaba dann auch sein dahinterher setzt, also seinen Spritzpups, da sehe ich da Probleme auf euch zukommen. Deswegen habe ich ja gefragt, wie lange das ungefähr sein muss. Also mir schwebt so vor, dass wir das eine Art mulchmäßig machen. Und zwar... vorne ist halt ein Sendekörper quasi und hinten ist eine wie so ein Spermium quasi aufgebaut, eine lange Antenne hinten dran. Die Länge der Antenne verstärkt natürlich das Signal. Und das alles garnierst du in einem schönen braunen Fladen, ja? Sehe ich das richtig? Ja, natürlich. Das Schöne ist ja, während dem Transport kann ich die Antenne aufwickeln. Dann lege ich das einfach unten rein, falsch. Kack da drauf. Nee, du siehst die Sachlage einfach falsch. Das wird sich schon in deinem Darm mit deinem Code verbinden, mein Freund. Du willst es ja reinschmuggeln. Butt plug, oh ja. No. Das finde ich nicht witzig. Stell dich nicht so an. Du weißt doch, wie er letztes Mal das Zeug reingesteppt hat. Wie habt ihr das letztes Mal reingestoppt? In Jojos? Böse. Ah ja. Hab ich nicht. Ja, nee, und Jojos Möse werde ich auch nie kriegen. Das ist richtig, aber... Du hast ja einen passenden Ersatz. Nicht... Ja, die Ruhrtomöse geht auch nicht. Nee, ich meine, du hast einen passenden Ersatz. Nein. Take one for the team. Also ich meine, so ein Gerät da reinzubringen, ist natürlich schon sonst anstrengend. Kann Jojos einfach in einem Tampon tarnen? Den Kaban dann dabei hat. Hallo, was sollen denn die Leute denken? Dann denken wieder alle, der steht sofort unter Muschipantoffel. Wenn ein Kerl für die Aale schon die Tampons dabei hat. Ich glaube allerdings, dass ihm das weniger viel ausmacht, als sich das Ding tatsächlich in den Hintern zu schieben. Ich weiß, er ist ein Weichei, ich würde es tun, aber er nicht. Weißt du was? Du hättest mal einmal auf meiner Seite sein können. For the team. Aber nie wieder was sinnvoll voranbringen, okay? Ihr könnt es in einem Tampon tarnen. Das ist möglich. Ich bräuchte aber erstmal einen Wurf auf Hardware und Logic plus MacGyver. Meine üblichen 2 Erfolge. Reicht uns das? Nee. Also du kannst absehen, dass vermutlich du hast, also wenn du dir über deinen Bauplan so gerade im Kopf überschlägst, wie das Ding sein soll, dann musst du zu viel Materialien verbauen, maßgeblich Metall, magnetisches Metall, was vermutlich dann dort beim Eingang schon bemerkt werden würde. Du meinst also, ich sollte mir ein bisschen mehr Zeit nehmen für den Bauplan? Kannst noch einen Würfel nachwürfeln. Für Zeit nehmen. Nur, weil du länger Zeit hast, kommt ja nicht immer was Besseres raus, glaube mir, ich weiß, wovon ich spreche. Das schneiden wir raus. Immerhin spiele ich mit euch schon 1,5 Jahre. Und es ist immer noch nicht besser. Also ich meine, selbst wenn... ich bin fies. Nee. Ich wollte dir eigentlich gerade eine ausgedehnte Probe aus den Rippen leiern. Ach so, das wolltest du machen. Ja, kannst du machen, kostet aber jetzt. Wird euch dann schon jetzt 150 kosten. Pro 50 kriegst du einen Bonuswürfel. Bitte was? Pro 50 Nuyen bekommst du einen Bonuswürfel. Du sagst also, ich soll mir meine Würfel, für die ich sehr viele Punkte ausgegeben habe, soll ich mir jetzt mit Geld kaufen, das ich nicht habe? Wieso? Also erstens, wenn du nicht mehr 100 oder so hast, um 2 Bonuswürfel zu kaufen. Nee, ich meine schon, du kannst mit deinen Skill und so ausgehende Probe, aber zusätzlich, das war schon der Plan. Und dann kann abnehmend, ne? Weißt du auch. Ja komm, und jetzt gibt nicht mehr Zeit Team. Und sowas. Siehst du, da setzt du dir 3 hinterher. Na, jetzt ist er aber auch mehr, also jetzt will ich schon ein bisschen was sehen bei einer ausgedehnten Probe. Jetzt sieht das schon wieder schlecht aus. Mach mal weiter. Noch einer? Oh ne, es war... Nochmal 2? Weiter. Mach mal weiter. Mach mal weiter. Du stehst da drauf, oder du Arschloch? See. Würfeln mit diesem blöden Würfeltool macht echt keinen Spaß. Das sagst du nicht. Ich habe immer viel Spaß, ich weiß nicht, was ihr habt. Ja, du kannst ja auch einfach deine Ergebnisse cheaten. Wenn's nur so wäre. Juti, Paxe. War ja war nicht so wirklich knapp, aber du weißt, dass ich die immer weitermachen lasse. Bis du ausrastest. Ich hasse dich. Du dreckiger kleiner Wichser! Das war ein schönes Erlebnis. Gut, dass wir das teilen konnten. In Stereo. Sehr schön. Das macht Spaß. Nee, das war schon gut. Kriegen ja nicht schon genug Kommentare, ja, hier war jetzt Musik zu leise oder zu laut oder so. Und jetzt, weißt du... Einfach mal völlig übertreiben. Da versucht das, weißt du, das noch irgendwie hinzukriegen. Dann kommst du und brüllst mir ins Ohr. Das ist doch nicht schön. Mach ich ja nie. So, nee, hast du gebaut. Kannst du im Tampon verstecken. War aber jetzt, also... schwere Geburt. Also der Plan ist fertig, du weißt auch, dass du das bauen kannst, aber das dauert jetzt halt schon noch ein paar Tage. Ja, ich muss ja auch nebenbei nähen. Ja, das Nähen ist innerhalb von 1,5 Abenden gemacht oder so. Abende nur. Du meinst also, ich muss rechtfertigen, wenn mich irgendwer anruft. Hey, kommst du vorbei? Nee, ich kann nicht. Was machst du? Ich nähe. Spitzname Strickliesel. Ich finde, das sollten wir auch spielen. Ich finde das nicht. Naja, weißt du, wir können das auch spielen, aber das ist halt jedes Mal, kommt jemand an und sagt, was machst du? Die sagt, nee, und der sagt, ach Mann. Und du bist Gängerin, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Und dann gehen wir wieder und denken uns alle, Mann, ich weiß ja auch nicht, wer blöder ist, der Spielleiter, der das mit sich machen lässt und die so als Gängerin hinstellt oder die Spielerin, die sagt, ich bin Gängerin. Das können wir nicht jeden Abend machen, das tut uns allen weh. Das ist richtig. Kick sie aus der Gang wegen der Scheiße. So. Sitzt den ganzen Tag nur zu Hause und näht. Was für eine Mutti. Vielleicht fängst du noch an mit hier Stückfisch quasi zu verteilen. Trockenfisch, so heißt es. Deli. Ja? Ich zieh dir gleich die Hauer. Alles gut. Oh, da hat's aber ein Wortspiel. Das war sogar was witzig. Nee, es wird doch. Ich zieh's zurück, es war sogar witzig. Sehr schön. Es war sogar witzig. Hauptsache, wir kommen gerade gar nicht mehr klar. So, können wir jetzt mal bitte ernst bleiben. Nein. Ernst. Ganz ehrlich. August. So. Ihr habt jetzt also nach ein paar Tagen eine Uniform und einen Tampon. Will Carver noch irgendwas in den paar Tagen machen? Lernen, wie man mit Tampons umgeht. Das ist eine sehr schöne Auflistung. Wir haben seit nach ein paar Tagen eine Kleidung, ein bisschen Kleidung und einen Tampon. Sehr gut. Was haben wir heute geschafft? Wir haben einen Tampon gekriegt. Hey. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Weißt du, wie viel Arbeit ich da reinstecken musste, um dieses Tampon zu besorgen? Ah, sehr gut. Na, die geht in den Laden, da sagen die Leute, bist du nicht ein bisschen jung für sowas? Da kommst du doch hin, Mitkin. Ja, ist schon. Also Kabi. So, dann muss ich mir eine Begleitung suchen. Naja, wohl brauche ich nicht. Ach, das meinst du? Ja, quasi, weil wenn ich einfach nur für mich selber Tampons mitnehme, halten die... Obwohl, das ist auch scheißegal. Es guckt keiner in deine Taschen und selbst wenn, dann kannst du sagen, das ist die neueste Anmachmasche und selbst wenn das nicht passt, kannst du immer noch behaupten, eine Bekannte von dir wollte hier sein, wollte kommen und die hat dich angerufen. Oder, und das ist die... Jetzt sollte meiner Freundin das reinbringen, ja. Genau, die glaubwürdigste Begründung, ey, die zwingt mich dazu, ich weiß, wie das aussieht, Bro, aber die ist golden. Jo. Ja, also... Ab die Tampon in die Tasche. Super. Originalverschweiß quasi. Ja. Und abgewartet, dass ich halt einen guten Schiss auf der Röhre habe. Du kriegst auch noch einen Lippenstift mit. Wir müssen aber jetzt hier mal ganz kurz noch ein Päuschen einlegen. Euch ist klar, bei allen Aktionen in der Vergangenheit, die ihr so bestritten habt, da habt ihr euch immer vorher verkleiden lassen. Auch Jojo kann man jetzt verkleiden. Ich habe festgestellt, dass ihr beide verkleiden könnt. Ja. Jojo kann es besser. Allerdings würfelt sie natürlich auch entsprechend. Wir können eine Teamwork-Probe ablegen. Genau. Wollt ihr machen. Wer ist der Leader? Ich natürlich. Ich habe den Ex. Ja, weil du besser bist. Du hast Führung. Wo habe ich denn Verkleiden? Habe ich? Nee, ich habe Führung nicht. Du hast Verkleiden denn nicht aufgeschrieben, du hast Beschatten dir aufgeschrieben, aber Beschatten gibt's ja nicht mehr und in der Heimlichkeitsgruppe ist Verkleiden drin. Ach so, okay. Oh, Entschuldigung. Gut, dann habe ich das. Mich stört es nicht. Dann ändere ich das hier gleich. Nein, ändere ich nicht. Verdammt. Ich ändere das, sobald ich eine Tastatur habe. Erinnert mich manchmal dran. Ich schreibe dir das gleich wieder ins TS wie das andere. Yay. Das ist so super. Ich bin fast ein Bimbo. Ach ja, stimmt, das Würfeln dauert ja bei dir so lange. Oder geht das auf... Auf Intuition geht das. Intuition. Lieber Alex, das dauert heute alles etwas länger. Das wird doch eh rausgeschnitten, die Pause. Deli ist invalide. Was? Der hat 4 Erfolge! Mit 5 Würfeln. Mit 5 Würfeln. So gut werde ich nicht sein. Ich werde wieder 2 Erfolge haben, wie immer. Ah, ja. So, was krieg ich jetzt? 4 Bonuswürfel? Offensichtlich. Cool. Oder? Kriegst du nur in Höhe seines Dingses? Ach, scheiß drauf, kriegst du Bonuswürfel. Kriegst halt 3, weil awesome Wurf auf Doom. Yeah. Yeah! Da habe ich 9 Würfel. Ich werde 2 Erfolge haben. Edge das. Bist du bescheuert? Die hat dann habe ich noch weniger Erfolge. Ich habe 3 Erfolge. Ich finde, das ist schon okay, das ist solide. Es ist tatsächlich solide. Also mit 3 Erfolgen kann man gut leben. Du bist gut verkleidet, aber insgeheim denkst du natürlich, du hättest es allein besser gekonnt. Sieh mal, es einfach nicht, wie bei dem echten gestandenen Ork man Hand anlegen muss. Vielleicht solltest du ihr das bei Gelegenheit zeigen. Alter! So. Diese tolle Erzählerstimme dabei. Ja. Er hat's drauf. Mhm. Gut, ich mache mich dann quasi samt Tampon auf den Weg. Das ist so schön, ja. Ja, du kommst auch an. Du kommst dann auch problemlos ins Acid rein. Sie war nur zu zart, weil sie musste, sonst hätte sie Kaban rückwärts durch den Schlamm gezogen. So. Rückwärts durch die Rabatten? Nein, das nicht. Nee, du kommst da problemlos rein. Der Türsteher hat tatsächlich mit seinem Scanner eine kleine Anomalie in deinem Täschchen bemerkt und guckt da rein, sieht den Tampon und legt dir kurz die Hand auf die Schulter, nickt wissend. Ihr seid Brüder im Geiste. Sehr gut. Und dann lässt er dich rein. Tja, ich kann mich dann nie wieder blicken lassen. Wieso? Was soll ich da in Gesicht? Geht schon. Stimmt allerdings. Ja. Ich bestelle mir da auch eine kleine Dosis von irgendwas relativ harmlosen, damit das halt nicht so auffällt, als wenn ich nichts tun würde. Meth. Krokodil, Mann. Wir sind in Russland. Ja, haben sie leider nicht. Nee, ja, irgendwas halt, was weiß ich, 0,0001 Milligramm THC oder sowas, was man noch einigermaßen verkraftet. Bisschen PCB? THC hört sich schon gut an. Ja, chill mir da ein bisschen ein, dann kommt natürlich der Fresh Flash, dann gehe ich an die Bar, gibt man da was zu essen? Fresh Flash! Snacks kriegst du. Ja, dann fresse ich ein paar Snacks. Mehr als Salzstangen, aber es ist, ne? Ja, fresse ich ein paar Snacks, weil Fresh Flash, und dann gehe ich gepflegt mal einen ableihen. Sehr gut. Zu den Toiletten. Wir hatten das Vergnügen ja noch nicht. Die Toiletten des Etzes, das darfst du dir jetzt so vorstellen. Die sind natürlich sauber und gepflegt. Das ist nicht wie in Japan eine Schüssel, die Geräusche macht oder so, aber das ist so ein Selbstcleaner-System und du weißt auch warum. Wenn du dich da nämlich hinsetzt, dann hörst du da einfach Geräusche. Das ist so ein Chemieschiss, ne? Da wird einem offenbar ganz warm im Bauch. Die müssen sich alle fühlen wie du, wenn du krank bist. Richtig also, gut. Da ist auch viel Raumspray im Spiel, glaube ich. Richtig gut. Wahrscheinlich auch noch die Leute, die kotzen müssen, können einfach irgendwo hinkotzen und die Drohnen machen es alle wieder sauber. So gut. Ja, wenn das passiert, was ja nicht so häufig ist, aber ja klar. Dafür sind Drohnen ja da. Top. Ja, da hatten wir ja Ochs dafür. Ja, wer die denn integriert in die Gesellschaft? Schrecklich. Ja, ne, Tampon da rein. So nach Einweisung von Jojo, wie man einen Tampon richtig benutzt. Also sprich diesen. Pass auf. In die Klopfschüssel. Du wirst es da rein, ne? Das ist so gut. Rollst vorher das Kälbchen aus und dann kommt eine leise Stimme. Achtung, bitte keine Tampons und große Mengen Klopapier in die Toilette werfen. Verstopfungsgefahr. Vielen Dank. Ja, Tampons saugen sich ja auf. Das Ding hier nicht. Na Moment, ist das schon in dem Tampon versteckt, also schon. Ja, dann... Die überwachen mich auf dem Klo? Alter Schwede. Hey, es ist ja eh schon zu spät. Es ist ja drin. Ich habe das gesagt nach Anweisung von Jojo. Also ich werde wahrscheinlich keinen Tampon da... Hat Jojo gesagt, ich soll den kompletten Tampon da reinschmeißen? Ja. Okay, gut. Dann habe ich den kompletten Tampon reingeschmissen. Ich habe da ja noch nicht reingekackt. Das ist ja gut. Na dann. Weil Shadowrun noch nicht gehört hat. Ich spiele das, seitdem ich 17 bin. Seitdem ich 17 bin, habe ich fürchterlich lange her. Da habe ich noch nie gehört. Zum Glück habe ich da ja noch nicht reingekackt. Hallo, das ist diesmal wirklich Glück. Also, ich fische das Zeug da wieder raus und versuche dieses Zeug da raus zu pulen quasi, also dass es nur das Metallding ist. Ja, das ist kein Problem. Sehr gut. Und dann kommt das Ding wieder rein und dann wird da einfach mal kräftig drauf Ist das dann wieder eine Warnmeldung? Nee. Okay. Es ist auch so, wenn du dann dich niederlässt und versuchst, mit deinem Körper in Einklang zu kommen, und den Beckenboden fallen lässt. Du fühlst dich beobachtet von unten. Auch das. Da hörst du auch immer mal so aus den anderen Toiletten, das sind ja doch einige. Von Jojo kommt irgendwann, ich sehe alles. Nein, weil das Tagnet definitiv aus ist. Das dachte ich mir auch gerade. Auf jeden Fall hörst du, dass die anderen auch einfach zu große Mengen Klopapier da reinschmeißen. Da kommt auch immer die Warnmeldung, das scheint ein Problem zu sein. Auf jeden Fall, also als du dann fertig bist, zum Glück hattest du ja jetzt draufgekackt. Nee, dann spürst du. Und dann ist auch vorbei. Das ist so gut. Und dann Jojo hat das Signal. Ich nehme an, nicht, dass du das auffangen willst, weil... Nee, halt richtig, das macht Jojo. Risky Move. Wer von euch will mir jetzt mal Edge würfeln? Sie hat theoretisch mehr, also müssen außerdem bin ich schneller. Genau. Ich würfel nur einfach mal beschissen. Ein Erfolg. Nee, 0 Erfolge. Ernsthaft? Wie immer, du kennst mich doch. Ich würfel einfach scheiße. Nachwürfeln? Danny, willst du Edge würfeln? Ich habe nicht gewürfelt, wie man sieht. Naja, also sie hat das Signal so ungefähr 6, 7 Meter und dann ist es halt einfach weg. Wieso ist das scheiß Signal weg? Keine Ahnung, vielleicht war sein Stuhl zu aggressiv. Wieso ist das scheiß Signal weg? Kippen die Säure in ihre Dingsbums da? Das wäre vollkommen übertrieben. Ich möchte bitte würfeln, ob es auf Industriemechanik, ob es Mechanismen gibt, die... Das kannst du gerne tun. Ja, gibt es diese Mechanismen. Wir haben das auf der Arbeit auch. Und auch ein Kumpel von mir hat das auch. Ich würfel heute gar nichts mehr. Du meinst Mechanismen, die dafür sorgen, dass zum Beispiel das Klo nicht verstopft, indem es geschreddert wird oder so? Ja. Also an sowas dachte ich auch gerade. Der Grund, warum das noch 6, 7 Meter vielleicht Signal gegeben hat, ist dir nicht ganz klar. Vielleicht hat es ein winziger Teil noch irgendwie überstanden, aber das wurde auf jeden Fall geschreddert. Falls die Leute Tampons reinwerfen und sowas. Also bei mir auf der Arbeit wird das zum Beispiel so gemacht, das ist auch witzig. Das wird halt geschreddert und in einen Druckbehälter gepresst und dann, weil... Dann werden Tampons draus gemacht, oder was? Nein, wir sind nur so weit weg vom Schuss quasi, dass... Bei der Informatik bin ich immer sehr witzig, zweideutig und so. Wir sind halt so weit weg von dem nächsten Dorf, dass wir halt mit 3 Atü die Scheiße in die Kanalisation bringen. Also wirklich, wir rücken das auf 3 Atü hoch, also die Bar, und dann zack, einmal mit Volldruck in die Kanalisation. Ich überlege die ganze Zeit, was ich jetzt sage, irgendwas mit White Russian und Scheiße, aber mir fällt nichts ein, was gut genug ist für 3 Bar riesiger Klos gepresste Kacke. Das ist auch nicht cool. Stell dir mal vor, die würden das erst sammeln, dann mit 3 Bar zu einer Wagenladung, zu so einem Lastwagen, riesigen 5x5 Meter Scheißklops pressen und dann auf so einen Laster hieven und dann damit wegfahren. Und dann kann man sich da mal Scheiben von abschneiden. Also wir können mein Chef sagte ganz stolz, wir können 3 Tage lang mit einer kaputten Pumpe da rumhantieren, weil 3 Tage haben wir Auffangbehälter. So für 3 Tage. Das ist schon ziemlich gut. Ja, und dann wird das Ganze halt gepresst und pow! Ist auch gut. Nee, es ist ein bisschen wie Rohrpost. Da gibt es immer nur beschissene Nachrichten. Das Internet ist schon wieder kaputt. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nur Scheiße kommt hier durch. Alter. So, ist witzig, trotzdem habt ihr kein Signal. Das muss ich alles normal machen. Oh, schrecklich. Jetzt muss ich nicht mehr nähen. Na, wenn du das nochmal machen willst, geht das jetzt viel schneller. Hast du innerhalb von 4, 5, 6 Stunden gebaut, weil du jetzt die kleinen Tricks und Kniffe kennst. Aber ich frage mich, was das bringen soll. Na, die werden das wohl hoffentlich nicht auch im Waschbecken haben. Das geht wahrscheinlich zur selben Leitung. Daddy, ja. Wie ist das denn bei dir? Na, das mag sein, dass das zur selben Leitung geht, aber eigentlich ist das Quatsch. Nee, ich muss mal fragen. Bei euch auf Arbeit. Wenn ich da jetzt ins Waschbecken kacke. Wie ist es denn da? Ich habe keine Ahnung. Natürlich ist das so, dass es nicht geschreddert wird. Ich fände es ja schön, wenn du deinen Chef das mal fragst. Wahlweise. Ich schreibe ihm gleich mal eine WhatsApp, mal gucken. Sind da Siebe im Pissoir? Nö. Vermutlich werden die das nämlich im Pissoir nicht haben. Weil da scheißt ja keiner rein. Sag also, doch. Bist noch nicht weit rumgekommen auf meiner Toiletten, oder? Du warst doch, schon auf Festivals, was erwartet? Das wird dann nicht durch die Pissoir-Leitung gedingst. Keine Ahnung. Aber du weißt nicht, was Leute, die drauf sind, alles machen können. Gut, also entweder dann Waschbecken oder Pissoir, aber ich denke, dass die diese Sachen viel eher haben werden, weil die ja nicht wollen, dass das Klo verstopft. Und das verstopft ja im Regelfall weit vorne und nicht weit hinten. Das ist korrekt. Ebenso wie das Waschbecken. Das verstopft weit vorne und nicht weit hinten? Ja, genau. Ja, aber im Waschbecken wird das vermutlich nichts, da werden die das nicht haben. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Man weiß es nicht. Jojo baut direkt 2. Die baut es in 2 Tampons, die du dann abfriemeln darfst. Irgendwie scheint deine Freundin da offensichtlich... Also, ne, und dann darfst du... Die hat ganze Fluten voll Blut, ja, ja. Genau. So, das bedeutet, du darfst dann, sie zwingt dich einfach immer eins für sie dabei zu haben, oder 2. Oder eine Packung, sie bastelt dir das schon in eine Packung rein, das geht schon. Und dann darfst du 1 ins Pissoir und 1 ins Waschbecken schmeißen und irgendeins wird schon ankommen. Also, ausfriemeln vorher. Aber dafür müssen wir uns ein paar Tage Zeit lassen, weil ich glaube, ich kann da jetzt nicht schon wieder beim selben Türsteher quasi Tampons aufschaffen. Nein, das machst du ja auch nicht morgen. Ich brauche jetzt bestimmt noch einen Tag, um 2 von diesen 9 Dingern zu basteln. Und ich muss auch erstmal noch ein paar Materialien ran schaffen. Das heißt, ich bin noch mindestens 2-3 Tage beschäftigt. Und dann kannst du schon mal wieder da rein. Da ist es auch realistisch, dass die noch ihre Tage hat. Ist okay. Gut, ich ziehe mir dann noch quasi ein bisschen THC rein und dann würde ich dann auch gehen. War eigentlich ich würde mich noch beschweren, dass der Fahrdienst ja nicht fährt. Ja. Wir sagen dir, dass es das ist derzeit leider nicht möglich, weil die Moskauer Polizei nicht ganz achtsam umgegangen ist. Wir hatten da einiges in die Wege geleitet. Wir könnten Ihnen, wenn Sie das möchten, gerne ein Taxi eines anderen Anbieters holen. Selbstverständlich könnten wir für einen kleinen Aufpreis jemanden mitschicken, der sie dann medizinisch überwacht, falls sie das wünschen. Ist halt nur nicht der hauseigene Service dann. Ja, dann hätte ich gerne ein Taxi. Jutti, sie rufen dir halt ein Taxi von, was wird denn das sein? Vermutlich ist es wieder Dings hier. Ne? Energie. Dann stecken sie da so einen Evo-Dude rein, der dich anguckt und sich denkt... Nee, das will ich gar nicht. Will ich gar nicht. Okay, das, genau, alles klar. Dann stecken sie keinen Evo-Dude mit rein und dann fährt dich das Taxi dahin, wo du willst. Ja, so 2 Straßen, also so eben so ein paar Straßen weiter von der Wohnung, wo ich wirklich wohne. Normaler Move halt. Ja, und den Rest laufe ich. So. Weißt du, früher, da kannst du noch mal im Taxi vor die Haustür fahren. Nee, Mann, Taxis sind kacke. Die speichern sich das, wo ich langfahre. Da musst du weiterlaufen, als wenn du mit der Bahn fahren würdest. Der kluge Shadowrunner lässt das Taxi dort anhalten, wo auch eine Monorail fährt, verstehst du? So, ja, ist kein Problem. Ich weiß, worauf wir die ganze... Ach, sag das doch hier. Gut. Das ganze Spiel nochmal. Klappt's diesmal. Du versenkst Dinge im Waschbecken. Und im Pissoir. Das mit dem Pissoir. Sehr gut. Du weißt ja, wie das aufgebaut ist, ne? Ich könnte mir vorstellen, da muss man schon ganz schön mit den Fingern erstmal in eine gewisse Grundposition da schon ein bisschen ein. Das ist ja... Ja, und ich habe damit gerechnet und habe eine Haarspange für meine Freundin dabei, mit der ich das aushebeln kann. Okay. So, weil da ist ja auch nicht so viel Druck dann vom Wasser, dass das schön, da muss man echt ab. Also die Haarspange, ob die reicht, also vielleicht muss da nochmal reicht sein. Doch, wenn er erstmal einfach nur 1 ins Waschbecken. Warum nimmst du mir schon wieder den Spaß? Ich wollte, dass er mit seinem Mittelfinger so weit wie möglich dieses Ding da reinschiebt, damit es überhaupt funktioniert. Das kann ich dir sagen, warum ich das tue, weil du sonst ankommst und entweder sagst, das Pissoir ist verstopft, weil die ja nicht so einen Schredder haben. Oder weil du dann ankommst und sagst, da kommt jetzt irgendwer und stellt sich neben dich und schaut dich ziemlich schräg an und fragt dich, wo du denn drauf bist, was du da gerade mit dem Pissoir machst. Junge, das mit den Pissoir-Fingern. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Ja, okay, Waschbecken funktioniert. Es war ja nur Das kann man bestimmt nochmal anderweitig benutzen, das funktioniert bestimmt ganz gut. Ach, das Ding, ich dachte, du meinst das Pissoir zu fingern. Was? Was, weil heute war Sonne, ich darf das. Ja, du darfst das Pissoir fingern, das ist in Ordnung. Yeah. Nein, also wir wollen quasi wirklich erstmal andere Dinge machen und dann, wenn das nicht klappen sollte, dann würde ich das Pissoir eventuell fingern. Nee, leider nicht. Du darfst das nächste Mal wieder, wenn ich einen Grund finde, das Klo putzen, aber Pissoir fingern musst du erstmal nicht. Sehr gut, danke. Und ich finde einen Grund. Was? So. Ihr habt jetzt das Signal, wie es sich langsam vorandrömelt und könnt das mit einer normalen, über Horizon Maps natürlich normal drüberlegen und ungefähr zu sehen, wie das lang geht. Ne? Ja. Wir verfolgen. Ja. Geht halt eine ganze Weile und dann ist es irgendwann bei dir außer Reichweite, aber das ist dann schon so weit, wo es dich nicht mehr interessiert. Gut, das schon wieder. So nach 30, 40 Metern wird es in der Hauptleitung gehen, wo es dann für dich eh irrelevant wird. Ja. Siehst Wobei du die Hauptleitung natürlich die ist, die man vermutlich noch begehen könnte. Von deinen letzten Erfahrungen. Die anderen, die abzweigenden Sachen sind ja eher nicht so zugänglich. Richtig. Und da kann ich es mir vielleicht sogar wiederholen. Ne, unwahrscheinlich. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist okay. Ja weitergereist, du hast nur das Signal verloren, von wegen du bist außer Reichweite. Ah, okay, aber wenn ich die Hauptleitung schon mal habe, dann ist das doch schon mal gut. Ja. Das heißt, ich kann mir das dann auch entsprechend markieren, so dass ich quasi auch den Punkt finde. Ach so, ja. Sehr schön. Kaban, ich hab alles. Sehr gut, das ist toll. Ja, auch dieses Mal werde ich mir irgendwie... Wenn du sagst, sehr gut, das ist toll, dann klingt das immer so, als würdest du mit einem kleinen Kind reden. Das solltest du abstellen. Du redest die ganze Zeit, als wenn du ein kleines Kind wärst. Du lügst. Das sollte ich eventuell dann durchaus abstellen, weil ich rede auch so mit meinen Kunden. Easy. Aber die haben das auch nicht anders verdient. Naja, gut, also. Okay. Wir müssen dann eigentlich jetzt nur noch gucken, dass wir irgendwo einen sinnvollen Kanaleinstieg bekommen, möglichst irgendwo, wo sich niemand daran stört, dass wir im Kanal sind, aber das kriegen wir schon hin. Ach, ich habe, glaube ich, sogar noch das Achtung-Bauarbeiten-Schild irgendwo. Beziehungsweise diese Pinörkel-Dinger halt. Diese Hütchen. Ha, Hütchenspiel. Hat mir nicht schon geklärt, dass das nur noch Eierhütchen sind? Ach so, ja gut, dann habe ich Eierhütchen, irgendwas halt. Das haben wir ja noch vom letzten Mal. Und... allerdings... Ja... ist auf viele Autopilotenmodelle, gerade die nicht so toll sind, also auch sowas... Also was ein bisschen unter deinem Auto ist, wird das nicht erkennen. Seitengasse... Hinterhof... Kanalreinigung... Ich sag das doch nur, wenn du eine Straße damit absperren willst, kann das sein, dass da einfach jemand drüber fährt, wenn der Autopilot an ist. Ja, will ich nicht. Gut. Kanalarbeiter leben offensichtlich sehr gefährlich. Nee, die haben einfach die richtigen Pinökel, die dann auch eingestellt sind, weißt du? Weil die haben ja das Recht, sowas abzusperren, verstehst du? Und du nicht? Ach, verdammt, da war was. Da war was, ich bin ja gar kein richtiger Kanalarbeiter, stimmt. Aber ich finde, ich habe die Frisur, die dazu passt, wie ein Geschmack. Ich finde, mir steht die Scheiße oft hier noch bis zum Hals. Top, Wortwitz, so gut. Weinst du oder lachst du? Ich bin mir nicht sicher. Oh, schön. Judy, dann, was brauchen wir denn noch, um das alles hinzukriegen? Wir sollten das von Reinigungsarbeiten und bla, das können wir auch irgendwo von ein bisschen weiter seitlich machen. Das müssen wir nicht auf der Hauptverkehrsstraße tun. Das ist vielleicht sogar sinnvoll. Dann müssen wir nur noch was finden, was gegen die Ratten hilft, wenn die frech werden und... ansonsten irgendwas, was uns absperren, aber das geht ja alles mit AR und Gedönse und Krams. Oder? Fällt dir noch was ein? Denk für mich mit. Gerade jetzt nicht, muss ich gestehen. Ein Auto. Ja, ein Auto wäre ganz gut. Wir brauchen eventuell sogar einen Dienstwagen von der Stadtreinigung, oder? Nö. Wir müssen nur das entsprechende Logo drauf basteln. Die entsprechende Farbe wäre auch ja nicht ganz verkehrt. Und die entsprechende Farbe. So, wer von euch beiden Schnuggelchen hat denn jetzt Fälschen? Billy. Und wer von euch beiden Schnuggelchen hat denn jetzt Computer? Ich. Wie hoch? Echt niedrig. Na, dann mach doch mal Computer und Intuition. Ich habe 3 Erfolge. Einen sinnlosesten Proben. Sehr spannend. Wieso? Das war eine Datensuche-Probe, ob du irgendwo das Logo findest. Findest es auf Paydata, kostet nochmal 75 Yen. Das werde ich wohl noch. 75 Yen für ein Logo? Hey, für alle Logen, die auf diesem Auto drauf sind, in verschiedenen Größen und ne? Ich glaube, die 75 Yen, die werde ich noch bezahlen. Damn. Wie viel mussten wir ja eigentlich für das andere Zeugs berappen? Wie jetzt? Hast du das nicht alles aufgeschrieben? Weil du mir nicht gesagt hast, wie teuer die sind. Was denn überhaupt? Na, die Sender. Ach, die Sender. Insgesamt kommen 180. Mit den 75. Ach nee, plus 75. Ah, okay. 255, Schnuggi. Genau, wir hatten die 1000 bekommen, ne? Ich dachte, das hättest du dir vielleicht aufgeschrieben. Ja, ich habe davon schon Geld von abgezogen. Bei mir steht da zwar 1220, okay. Hä? Ach, ich glaube, das war euer gesamtes Income und ihr hattet schon irgendwie 220 davon rausgehauen oder so. Irgendwie sowas, genau. So, also was hast du gesagt? 255. Ach so. Die 1200 Dingsbums, die hatten wir extra nochmal gekriegt, weil wir die Leute ausgeraubt haben. Genau. Ja, genau, das war euer Raubgeld. Ja, genau. Aber wir hatten ja auch eine Spesen und das waren, glaube ich, 1000. Genau, ja, wir haben ja dreimal Geld gekriegt vom Raub, oder nicht? Ja, das waren insgesamt 1220 und ich sehe gerade, dass Flummi die Kasse ja angeblich 40 das nicht aufgeschrieben hat. Weil ich ja immer an anderen Rechnern sitze. Weil ich immer durch die Gegend geschoben werde und nie an meinem eigenen Rechner sitzen darf. So wie letzte Woche, wo du an deinem eigenen Rechner sitzen durftest. Ja, wo ich musste. Und da war das aber irgendwie schon alles komisch. Und so wie heute, wo du an deinem eigenen Rechner sitzt? Ja, jetzt. Bäm! So. Also schreibe hin, plus 1220 minus 255. Gut, passt alles. Und so sprach der Prophet, sollte das Essen fallen, so wird es dies durch die Kloake tun, so wie jedes andere Imperium durch die Kloake fiel. Weiß nicht genau, welcher Prophet das war, muss aber jemand mit Ahnung gewesen sein, denn er hatte ja offenbar recht. Ansonsten, ich spiele wirklich, ich möchte es nochmal hervorheben, ich muss es sogar, seit 2007 spiele ich Shadowrun und es waren Runden dabei, wir waren jung und ich hatte keine Ahnung und es war nicht immer im Nachhinein schön. Aber dieser Satz, zum Glück habe ich da noch nicht drauf gekackt, der kam halt auch da nicht. Deswegen hat er mich tatsächlich begeistert. Ne? So. Ansonsten, es ist halt, ich sage zu viel, es ist halt, ne? Es ist immer noch Mad in Mad mit Russian Tango. Und noch immer stehen alle rechtlichen Sachen im Video, darunter, auf WordPress und eigentlich überall. Bis zum nächsten Mal.